Die Geschichte vom verschwundenen Robert. Wenn die Bühne kocht und rockt, keiner mehr zu Hause hockt, keine Mädchen oder Buben finden sie in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, will daheim ich lieber sein. Vom Computer hocket er, achtet auf nichts umher. Junge, Junge, es ist kein Leben vorm PC, verstehst du etwa nicht? Junge, du schwänzt die Schule, schwänzt den Unterricht, geh auf die Straße, triff die Freunde, unterhalte dich. Versteck dich nicht in dem PC, nicht dein wahres Ich. Zeig, was du kannst, was du willst, was du am liebsten hast. Nimm in die Hände die Gitarre statt Computer, Tastatur. Und du begreifen und genießen die Gefühle, wie es die Zocken auslöscht in dir und deine Seele frisst. Hui, wie die Bühne rockt und kocht, doch des Roberts Herz nicht pocht. Schneller oder intensiver, lieber sitzt er vorm Receiver. Lieber ganz in dem Gerät. Wui, da gibt's den Jungen nett. In der Steckdose ist er verschwunden, da werden sich die Eltern wundern. Du merkst nicht mal, wie vergesslich du geworden bist. Verpasst die Partys, Fußballspiele, die Geburtstage. Vergisst von deinen Freunden, deinen Eltern, deiner Oma, kleiner Schwester, deines Selbst und deines besten Freundes. Du hast dich früher so daran gefreut, in dem Computer du verschwunden bist. Verkommen heut in deinen Gadgets, Ladekabeln und in den Bildschirm. Dein Leben von den Freunden, von den lieben Menschen hast du abgeschirmt. Die Gitarre liegt noch dort. Der Robert ist für immer fort. Dacht der Bursche nicht daran, dass er so verschwinden kann, ist bestimmt schon ganz, ganz weit. Nur die Gitarre leise weint.